Ich finde ja, das Beste aus dem Katalog kommt jetzt wie gerufen. Wir alle haben mehr Zeit, mehr Freizeit und wenn wir rausgehen, dann natürlich alleine. Und da fühlt man sich so ein bisschen einsam. Was kann man denn alleine alles draußen machen? Ich meine, wir sollen ja an die frische Luft, wir sollen uns draußen auch bewegen, aber immer nur bewegen und ja den Baum anschauen, ist ja auch nicht so das Wahre. Ich hätte da eine Idee für Sie, beziehungsweise Ralf. Ja, was uns noch bleibt, ist die Natur. Und zwar ungetrübt im Moment. Meiner Meinung nach haben wir viel klarere Sicht gerade und auch nachts ist das schön. Der Wald bleibt uns noch, das Feld und da dürfen wir auch noch hin. Wir haben ja keine Ausgangssperre, wir sollen nur oder wir müssen Kontakte vermeiden. Dann gehen Sie doch abends einfach mal raus und nehmen Sie ein High-End-Fernglas mit und beobachten Sie da ganz einfach mal die Natur. Schauen Sie mal, was so keucht und fleucht. Das können wir mit so einem wirklich High-Tech-Fernglas hier besonders gut, weil dieses Fernglas ist also so eines der Oberklasse. Erstens mal aus Vollmetall, man kennt vielleicht so diese Billiggehäuse aus Kunststoff, wo man immer Angst hat, die brechen auseinander. Das hier ist Vollmetall, also auch bruchsicher, beschlagsfrei und es hat eine 7-fache Vergrößerung. Und damit kann ich jetzt wunderbar, natürlich auf mich eingestellt, meine Umgebung hier wunderbar beobachten. Übrigens durch 35 mm Linsen und hier, und jetzt bin ich ganz nah bei Ihnen, hier mit einem Wert, der wirklich sofort beeindruckt. Es weiß jetzt nicht jeder, was man mit 91% Transmission meint. Und zwar ist das die Lichtempfindlichkeit, die Lichthelligkeit. Und ab 92% wird es extrem teuer. Da gibt es High-End-Ferngläser, die ähnlich aussehen. Die kosten dann auch mal über 1.000, sogar bis zu 2.000 Euro. Wow. Und jetzt schauen Sie mal auf unseren TV-Sonderpreis. Das ist Profiqualität, so wie es Jäger und Förster benutzen. Ja? So wie die es in ihrem alltäglichen Bedarf haben. Und da sowas jetzt unter 100 Euro anbieten zu können, das ist wirklich phänomenal. Es ist natürlich die Schutztasche, die Linsenaufsätze, die Schutzlinsenaufsätze, die sind alle mit dabei und es macht einfach Spaß. Schon bei uns im Studio und Anne-Kathrin, du darfst ruhig auch mal durchschauen. Wir haben übrigens natürlich selbstverständlich einen Dioptrienausgleich. Die Gläser, die Linsen sind absolut beschlagsfrei, es ist Vollmetall. Oh, wow. Ja, und dann eben diese 91% Transmission. Das ist absolutes High-End-Premium-Jagdfernglas, könnte man schon dazu sagen. Aber Sie müssen ja kein Jäger sein, höchstens Jäger nach bleibenden Eindrücken, weil die verschafft man sich mit diesem Fernglas auf alle Fälle. Das ist kein Spielzeug, das ist ganz einfach Profi-Qualität, so wie man es sich wünscht als Profi. Und wenn Sie auch kein Profi sind, so wie Sie alles sehen wollen, so professionell hier wirklich auf eine mit einer 7-fachen Vergrößerung und einer Sicht, einem Sicht Winkel von 135 Metern, den Sie hier in der Breite beobachten können, ist das enorm. Und es macht Spaß. Entdecken Sie neue Hobbys. Das kann man jetzt einfach sich auf die Fahne schreiben, weil es gibt viele Sachen, die dürfen wir jetzt nicht mehr machen. Egal, was für Hobbys Sie bisher hatten, alles, was draußen war, mit Freunden, mit Bekannten, mit dem Verein, ist jetzt gestorben. Wir dürfen es nicht. Und hier mit diesem Fernglas können wir unsere Natur beobachten. Im Umfeld und alles. Ja? Und jetzt und schon was Interessantes gesehen. Ich habe was da hinten. Guck mal, da hinten siehst du die ganz, ganz dunkle Ecke, da wo die Leiter steht. Ganz, ja, ganz weit die dunkle hinten. Ecke sehe ich, aber mehr siehst nicht. Siehst du da eine Verteilersteckdose? Nein. Ich sehe sogar eine Verteilersteckdose und da hat jemand vergessen, das Licht auszumachen an der Verteilersteckdose. Guck mal, das ist der Hammer. Das ist wirklich ich wünschte mal, ich hätte so gute Augen. Es ist beeindruckend, aber wir schauen uns auch mal an, was die Presse gemeldet hat zu diesem High-End-Fernglas. Und da sehen wir es schon allein das Testurteil mit sehr gut. Das spricht schon für sich. Das stimmt. Mit dem Fazit insgesamt bietet der kompakte Feldstecher von Zavarius viel Leistung zu einem erstaunlich kleinen Preis und hat sich somit eine eindeutige Kaufempfehlung verdient. Das hat er aber wirklich. 91,15 Euro. Ich sehe, was Sie gerade machen, liebe also Zuschauer. Also sprechen wir nochmal um die Facts, ganz einfach. Vollmetall, beschlagfrei. Dann haben wir natürlich diese 7-fach-Auflösung. Wir haben eine unglaublich hohe Transmission, also Luft-Licht-Durchlässigkeit von 91%. Das ist für Ferngläser oder, wie es gerade in der Presse genannt wurde, wie man früher auch dazu gesagt hat, für diesen Feldstecher. Ich glaube, das ist noch aus Kriegszeiten mit dem Feldstecher. Dieser Ausdruck ist das natürlich herausragend. Dioptrienausgleich. Das heißt, die Schärfe einstellen, auch wenn Sie Sehstärke brauchen, ganz ohne Brille, können Sie dieses Fernglas benutzen. Es ist natürlich optimal einzustellen auf Ihre Augenweite. Das ist auch, es ist wunderbar. Und dann natürlich hier noch
diese Schutztasche mit dazu, also einfach zu transportieren auch mit dem Gurt, den man dann ganz einfach um den Hals hängt. Und der ist übrigens auch noch mit dabei, den haben wir jetzt nur nicht montiert. Also Sie sehen, ein absolutes Profi-Premium-High-End-Fernglas für einen jetzt, wie ich finde, bezahlbaren Preis. NX4148 und die 569, jetzt haben wir alle Zeit. Jetzt gehen Sie in den Wald, beobachten da vielleicht so ein paar Tiere beim Nestbau oder irgendwelche Vögelchen, die gerade ihr Nest bauen. Das macht richtig Spaß und das jetzt wirklich mal ganz neu entdecken. Vielleicht entdecken Sie auch gerade ein neues Hobby. Ja, ich meine, es ist wirklich fantastisch. Wir reden hier von 91% Transmission, also wirklich hochwertige Premium-Ferngläser, die das haben. Die kosten um die 2000 Euro und bei uns jetzt für 91 Euro, das ist schon ein Wahnsinn. So, wir haben aber noch einen Knaller und der folgt zugleich. Jetzt wird sogar noch ein klein wenig interessanter. Ich habe hier auch ein Fernglas, ein binokulares Fernglas. Das heißt, wir schauen mit beiden Augen rein und sehen eine Linse. Und das ist wunderbar. Hier, das ist ein UV-Schutz hier, weil wir das auch als Fernglas verwenden können. Kann ich jetzt aber mal runter machen, weil hier der große Unterschied ist nicht nur die Sichtweite bis zu 700 Metern, sondern es ist auch ein Nachtsichtgerät. Und zwar als Fernglas, aber auch als Nachtsichtgerät zu verwenden. Dreifache Vergrößerung plus zweifachen Digitalzoom, hervorragend. Und jetzt achten Sie mal bitte, also hier schaue ich durch praktisch, durch dieses große, das schauen wir uns auch mal an, hier sehen wir das große Display, hier schaue ich rein und sehe hier durch. Und das hier ist fürs Infrarotlicht. Und wenn ich das jetzt zuschalte, und ich hoffe, es wird auch deutlich, schalten wir mal zu, sehen Sie, es wird leicht rot. Ja? Und das habe ich jetzt in 7 Stufen. Und hier kann ich bei wirklich stockfinsterer Nacht jetzt auch noch Wild oder Ähnliches beobachten und das wirklich mich daran erfreuen. Und viele Wildtiere sind nachtaktiv, das wissen Sie. Ja, und dann geht man vielleicht mal in den Wald, so 200 Meter weg von der Futterstelle und legt sich dort mal auf die Lauer. Aber nicht als Jäger, sondern eben nur der Jäger wirklich der schönen Bilder. Und da wir heutzutage alleine gehen sollen, können wir unsere Eindrücke aber trotzdem teilen. Weil dieses Nachtsichtgerät hat noch eine ganz andere Option, nämlich eine Aufnahmefunktion, eine SD-Karte eingelegt. Und jetzt kann ich das, was ich hier sehe, bei Tag oder bei Nacht, einfach per Knopfdruck fotografieren oder Videos machen. Und ich finde das phänomenal. Das ist also ein Hightech-Gerät, ein High-End-Gerät, wirklich Nachtsichtgeräte kennt man eigentlich nur aus Militärfilmen oder aus Agentenfilmen. Und dann sieht man immer eins, wie die, wenn es plötzlich hell wird, alle geblendet sind und nichts mehr sehen. Das ist hier eben nicht der Fall. Durch diesen UV-Lichtfilter können wir dies auch tagsüber ohne Probleme als Fernglas benutzen, ebenfalls dreifache Vergrößerung, 700 Meter Sichtweite. Und mit zweifach Digitalzoom können wir das also nochmal verdoppeln, diese dreifach Vergrößerung. Und dann eben jetzt die Option, in der Dämmerung bis in die tiefe Nacht, ja, auch gestochen scharfe Bilder sehen. Bei Nacht natürlich, das wissen Sie aber, es gibt ja dieses Sprichwort, nachts sind alle Katzen grau und das hat ja einen tieferen Sinn, weil man nachts keine Farben sieht. Ja. Aber dann kannst du fast schon Farben erkennen, weil es wirklich exquisite Grauabstufungen hat. Und Sie sehen hier nochmal das Infrarotlicht. Ich schalte das gerne auch nochmal durch. Da sehen Sie es. Jetzt ist es aus und jetzt schalten wir es ein. Und da sieht man auch diese 7 Stufen, wie es immer heller wird. Ja, und dementsprechend du immer mehr siehst von deiner Umgebung, auch bei tiefster, dunkler Nacht. Das ist für mich ein Hightech-Gerät, um auch nachts alles im Auge zu bewahren. Vielleicht heutzutage auch so eine kleine Sicherheitsoption. Einfach mal vom Balkon runterschauen, was denn für Gestalten nachts durch die Straßen laufen. Die sehen wir hier auch ganz deutlich und können dann unter Umständen auch Fotos machen, falls uns das ein oder andere spanisch vorkommt. Also auch Sicherheitsaspekt. Aber ich glaube, wir sind alle vernünftig genug, dass wir das hier eben nur als Hobby zur Wildbeobachtung benutzen werden. Ein Nachtsichtgerät mit 700 Meter Infrarotreichweite und das für 142,45 Euro. Günstiger bekommen Sie es definitiv nirgendwo. Plus Schutztasche, alles dabei, was Sie benötigen. Jetzt benötigen Sie noch die Bestellnummer, das ist die NX4560 und die 569. Und egal für welches Fernglas oder eben Nachtsichtgerät Sie sich entscheiden, Sie machen alles richtig, weil das ist wirklich High-End für den Preis. Und dann wünschen wir ganz viel Freude beim Durchblick behalten.